Und ich begrüße nun den Nahost-Experten Ben Segenreich in Tel Aviv. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag in Wien. Der Hamas-Chef Yair Sinwar gilt als Drahtzieher des brutalen Überfalls auf Israel am 7. Oktober 2023 und ist seit Beginn des Gaza-Kriegs ganz oben auf Israels Abschussliste gestanden. Was bedeutet sein Tod nun für Israel und ist man Frieden im Gazastreifen dadurch ein Stück näher gekommen? Naja, erstens muss man sagen, glaube ich, in der Bevölkerung allgemein in allen Lagern gab es Freude und Genugtuung. Also Sinwar, Yahya Sinwar galt als der bitterste und grausamste Feind Israels, sowohl eine Art Feldherr und Stratege, aber auch ein Terrorkapo, der ihn geplant hat, diese Invasion und auch eigentlich das Massaker in allen Details, das am 7. Oktober 2023 stattgefunden hat. Eine Symbolfigur und gleichzeitig die Person, die also konkret eigentlich für diese, man kann sagen, wahnsinnige Ideologie gestanden ist und auch für den praktischen Kampf gestanden ist. Und jetzt hört man sehr oft in ersten Reaktionen, ist ja alles noch ganz frisch, dass das ein Gamechanger ist, dass jetzt eine ganz neue Situation entstanden sei, speziell im Krieg gegen die Hamas, aber damit verknüpft auch generell für die ganze Region. Und eine Denkschule sagt eben, der Krieg ist für Israel eigentlich damit gewonnen, das Ziel ist erreicht. Israel könnte sich jetzt einfach zum Sieger erklären und die Kämpfe beenden und die internationale Gemeinschaft aufrufen, zu helfen beim Wiederaufbau des Gazastreifens. Die Hamas sei am Ende und kann sich nicht mehr erholen, obwohl sich natürlich die Frage stellen würde, wer würde regieren, wenn die Hamas nicht mehr da ist. Aber die andere Denkschule warnt und sagt, man darf nicht zu euphorisch sein. Jeder kann ersetzt werden und vielleicht gibt es jetzt erst recht Racheakte der Reste der Hamas und es entsteht ja auch ein Chaos. Also wer spricht jetzt eigentlich für die Hamas? Also insgesamt das Gefühl, man ist dem Ende des Krieges näher, aber wir haben es ja auch vom Premier Netanyahu gehört, aus seiner Sicht zumindest ist der Krieg noch nicht beendet. Die Tötung Sinwars schafft laut Außenminister Israel Katz nun die Möglichkeit, die Geiseln sofort zu befreien. Wie ist da die Lage einzuschätzen? Naja, ob die Hamas jetzt ganz erledigt ist oder nicht, das Problem der Geiseln ist eben nicht gelöst. Und das ist für Israel ganz zentral. Und die Befreiung der verbliebenen 101 Geiseln, Lebendige und Tote, ist ein oberstes Ziel. Die Angehörigen der Geiseln sind da irgendwie hin und her gerissen. Einerseits Hoffnung, dass sich jetzt vielleicht doch etwas bewegt. Denn zuletzt hat es praktisch keine Kontakte mehr gegeben zur Befreiung der Geiseln. Und Sinwar selbst galt ja als zentrales Hindernis. Der war versteckt, der war schwer erreichbar, der hat sich immer wieder totgestellt. Er wollte irgendwie Zeit gewinnen, man hatte das Gefühl, solange es Sinwar gibt, ist ein Deal über die Geiseln nicht möglich, weil er immer noch gehofft hat, vielleicht auf einen großen regionalen Krieg, den er eigentlich anzetteln wollte. Also ja, es gibt vielleicht jetzt einen Neubeginn der Geiselfrage, natürlich verknüpft mit der Möglichkeit einer Waffenruhe. Und die israelische Führung berät ganz intensiv darüber. Und der amerikanische Außenminister soll herkommen und dabei also antauchen. Also vielleicht ist es ein Anlauf zu einer Vereinbarung. Aber inzwischen gibt es auch schon konkret die Idee und das Angebot der israelischen Führung. Wir haben das gehört, sozusagen ein Aufruf nicht an die Hamas als Organisation, sondern an einzelne Menschen im Gazastreifen, Terroristen mit der Hamas verbunden, die vielleicht einzelne Geiseln festhalten. Denn man weiß ja nicht, die sind sicher verteilt, die sind in verschiedenen Häusern von verschiedenen Leuten bewacht. Und es gibt also Aufrufe der israelischen Führung an Personen im Gazastreifen, lasst Geiseln frei, wir sichern euch dann freies Geleit zu, wir geben euch sogar Geld. Das ist also eine Initiative, die noch früher vielleicht greifen könnte an einzelnen Punkten, bevor es überhaupt vielleicht einen Geiseldeal vielleicht doch gibt. Also ein Geiseldeal, der ist dann doch noch etwas in Ferne. Israel wird ja auch der Mordanschlag auf den politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, zugeschrieben, Ende Juli in Teheran. Sinwar, der bis dahin Chef im Gazastreifen der Hamas war, hat daraufhin die gesamte Führung der Organisation übernommen. Was bedeutet nun der Tod Sinwars für die Hamas? Es ist eben zu frisch, um das einzuschätzen. Man hat das Gefühl, die Hamas ist ohnehin natürlich sehr, sehr schwer bestätigt. Als militärische Formation gibt es die Hamas schon lange nicht mehr. Reste von Terrorzellen, sagen wir mal, an einzelnen Punkten im Gazastreifen. Und Sinwar war noch irgendjemand sozusagen, der von seinem Status her, auch von seinen Fähigkeiten sozusagen als militärischer Führer her, die ganze Organisation zusammengehalten hat. Ob es jetzt einen Jetzt-erst-recht-Effekt bei der Hamas gibt oder ob jetzt eigentlich die Hamas eigentlich endgültig zerfällt, das ist völlig offen. Im Moment
weiß man das nicht. Es gibt auch durchaus die Möglichkeit, dass das ganze Gazastreifen noch mehr sozusagen in Chaos zerfällt, weil es eben keine Adresse mehr gibt. Genau das sind jetzt die Dinge, über die beraten wird, wo es unerhört viele Stimmen und Kommentare gibt und wo man nicht genau weiß, wohin das führt. Der Gazastreifen ist in weiten Teilen sozusagen von seinen Gebäuden, von seiner Infrastruktur her zerstört. Die Hamas hat das herbeigeführt. Vielleicht begreift das die Bevölkerung dort auch. Und es gibt nun mehr Mut sozusagen bei den Versuchen, die Hamas abzuschütteln. Es gibt ja auch Gegner der Hamas dort. Aber die Hamas ist eine diktatorische, beinahe Mafia-ähnliche Organisation, gegen die man sich nicht aufzulehnen traute. Und vielleicht kann es jetzt sozusagen nach dem Verschwinden von Sinwar doch oppositionelle Kräfte geben im Gazastreifen, die also das Haupt erheben und vielleicht auch ansprechbar werden. Kommen wir noch kurz zu einem anderen Thema. Zuletzt hat es Berichte gegeben, dass die Munition für das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome knapp wird, wodurch es zu größeren Lücken und damit auch zu Todesfällen in Israel kommen könnte. Wie nimmt denn die Bevölkerung das auf? Also wie Sie richtig sagen, es gibt Gerüchte darüber. Es gab amerikanische Meldungen amerikanischer Medien, wonach das so wäre, dass also langsam die Abwehrraketen ausgehen bei diesem System Iron Dome. Dass das Wichtigste ist in Bezug auf die Abwehr der Raketenbeschüsse aus Richtung Hisbollah, also aus Richtung Libanon. Zuletzt auch, also zuvor auch Hamas, aber die Hamas kann praktisch schon lange keine mehr Raketen mehr auf Israel abschießen. In Israel wurde das im Wesentlichen dementiert. Man sagt, nein, das stimmt nicht, man habe genügend Raketen. Man würde auch selbst welche produzieren können. Also es wird einfach gesagt, nein, das stimmt nicht. Israel hat, ich weiß nicht für wie lange Zeit, aber jedenfalls auf absehbare Zeit durchaus genügend Raketen für die Iron Dome Batterien, die eben tatsächlich eine wichtige Rolle spielen für den ganzen Kriegsverlauf, weil sie ja im Wesentlichen verhindern, dass es sehr, sehr viele Todesopfer gibt durch die Raketen, die auf Israel geschossen werden. Und blicken wir abschließend noch in den Gazastreifen nach einem Jahr Krieg. Dort ist die humanitäre Lage für die Menschen in dem Palästinensergebiet verheerend. Nun fordern die USA Israel dazu auf, die humanitäre Lage im Gazastreifen innerhalb von 30 Tagen spürbar zu verbessern. Andernfalls drohen sie mit der Einschränkung von Militärhilfen. Wie reagiert denn Israel auf diese Forderung? Also Israel hat, glaube ich, dieser Forderung Rechnung getragen. Man hat das doch ernst genommen, man hat das von den Amerikanern gehört. Und das heißt, dass dann sofort praktisch auf Knopfdruck am nächsten Tag schon deutlich mehr Lastwagenladungen mit humanitärer Hilfe, also mit Lebensmitteln und Treibstoff und Medikamenten in den Gazastreifen geschickt worden seien. Das Gefühl ist, dass Israel so manövriert, dass man das Minimum schickt, das den Amerikanern gerade noch genügt. Die Amerikaner argumentieren ja, sie hätten interne Gesetze, US-amerikanische Gesetze, wonach man keine Waffen liefern darf an ein Land, das dann nicht genug Sorge trägt der humanitären Lage in irgendwelchen Kriegsgebieten. Also Israel hat darauf reagiert. Jetzt ist aber, das hat sich alles abgespielt, kurz vor dieser Entwicklung, die wirklich sehr dramatisch ist durch die Tötung von Sinwar. Und jetzt ist dieses Thema humanitäre Hilfe, sagen wir mal, wieder sekundär geworden, weil ja irgendwie eine Hoffnung oder eine Aussicht besteht, dass sich die Lage fundamental ändert, dass vielleicht sogar im besten Fall der Krieg beendet wird. Und damit würde auch die humanitäre Krise zumindest stark entschärft werden. Ben Segenreich, vielen Dank für diese Informationen live aus Tel Aviv. Schöne Grüße nach mir.